herzlich begrüße ich aber die Bauleitung, die Büros der beauftragten Unternehmen und allen voran Herrn Feuzig für das Büro Foundation 5, das seinerzeit sich durchgesetzt hat im Wettbewerb zur Entwicklung dieses Projektes. Ein Projekt, das für uns eine besondere Bedeutung hat, und zwar gleich in mehrerer Hinsicht. Zum einen geht es darum, den Schulstandort in Korbach weiterzuentwickeln. Die Berliner Schule ist traditionell ein wichtiger Aufgabenträger hier in diesem Quartier. Es ist deshalb ein besonders spannendes Projekt für uns, weil wir unsere Konzeption für moderne Bildungslandschaften deutlich weiterentwickelt haben, um die zukünftigen Herausforderungen des Ganztagsangebotes auch gut darstellen zu können. Es ist aber ebenso ein sehr spannendes Projekt, weil es auch um Nachhaltigkeit in der Bauweise geht. Das werden aber gleich die Experten viel präziser beschreiben können. Das erste Gebäude dieser Art mit einem hohen Maß an Ausstattung mit dem Baustoff Holz, das haben wir in dieser Deutlichkeit so noch nicht gesehen. Viele andere Elemente, die Nachhaltigkeit betreffen, werden sich dort wiederfinden, aber das wird gleich der Feuzig mal beschreiben. Wir haben uns folgende Vorgehensweise vorgestellt, nachdem Herr Feuzig uns das Bauvorhaben noch mal kurz skizziert. Das ist so die Idee. Wollen wir eine Zeitkapsel bereichern und ausstatten und dann natürlich auch so vorsehen, dass sie dann verbaut werden soll später. Dazu sind Sie herzlich eingeladen, gerne auch mitzuwirken. Ein paar Pflichtinhalte haben wir da im Blick. Münzgeld habe ich in der Hosentasche, der Rest ist hoffentlich gut vorbereitet. Und im Anschluss darf ich Sie dann herzlich einladen, zu einem kleinen Invest zu verweilen, dazu aber gleich noch mehr. Und jetzt darf ich Herrn Feuzig bitten, uns das Bauvorhaben noch kurz zu skizzieren. Wellenlegung, deswegen gucke ich ab und zu noch mal auf den Zettel, ein bisschen als Gedankenstütze. Genau, mein Name ist Martin Vogel-Acker. Ich darf alle Gäste herzlich begrüßen im Namen des planenden Büros Foundation 5 Plus Architekten und Landschaftsarchitekten und des bauleitenden Büros Sprengwerk. Ich möchte ein bisschen was zum Gebäude erzählen. Was ist das Besondere an diesem Gebäude? Also da wurde das Stichwort Holzbau, sag ich mal, das ist sozusagen der Großteil des Gebäudes wird wirklich komplett aus Holz gebaut. Also was wir hier sehen, die Bodenplatte, die Treppenhäuser und der Aufzugskern sozusagen, das sind massive Stahlbetonbauteile, bei denen bleibt es dann aber auch. Wir haben vorne noch den Fluchtbalkon. Ansonsten der Rest des Rohbaus wird komplett aus Holz gebaut. Der Gebäudeentwurf basiert auf einem 4 Meter Konstruktionsraster, das den baulichen Prinzipien des Holzbaus entspricht. Und das Gebäude zeichnet sich durch eine kompakte Bauform aus. Beides, also das einfache Raster und auch die kompakte Bauform, sind Grundvoraussetzungen, um wirtschaftlich bauen zu können. So, dann haben wir noch ein paar Pläne, die jetzt reinkommen. So, ein paar Münzen. Will sich noch jemand verewigen, sein Handy hineingeben oder andere Wertgegenstände dieser Art, wäre jetzt Gelegenheit. Ja. Gut, danke dafür. Bist du verschlossen oder wie? Ja, ja. Da liegt jetzt ein Deckel. Die Zukunft ist digital, da muss man ein Handy. Schrauber. Dann stellst du es am besten hin, oder wie machen wir? Ein Talkschlüssel, kann ich ja nicht verkehrt machen. Jetzt mal diagonal. Ja. Wenn man einen Hausmeister brauchen, ne? Ja. Kriege ich hin, das ist kein Thema. Ich mache zumindest meine Frau immer reden, dass sie nicht Aufträge bekomme. Gut. Und das setzen wir nur nach vorne, bumm, so fest. Ja, da brauchen wir nur ein anderes Bitte. Reinschrauben, ne? Da unten. Kontrollen.
in den letzten 4-5 Jahren, also in der Vorgänger, in der Ihnen erheblich in Schulen, in Erinnerungen von Das ist so, der Landkreis hat seit etlichen Jahren schon ein umfangreiches Bauprogramm aufgesetzt. Das setzen wir bewusst auch fort. Jetzt auch ein Stück weit weiterentwickelt, weil sich auch nochmal die Anforderungen verändern bei der Realisierung des Grenztagsgebotes. Dafür brauchen wir gute bauliche Lösungen. Aber der Landkreis profitiert jetzt allerdings auch davon, dass die Jahre davor auch schon gut gearbeitet wurden. Wir sind in Gebäude 1, Schüler ist andere Schülerinnen, Lehrkräfte, Personal für die Brandtagsbetreuung. Ist ja nicht ganz so einfach im Moment. Das stimmt. Das ist für uns auch noch eine Herausforderung, tatsächlich auch noch das Personal zu gewinnen und auch zu qualifizieren für diese Aufgabenstellung. Wir sind gerade dabei, das ein bisschen zu beplanen. Hier in diesem Standort haben wir bereits gute Betreuungsangebote, auf denen wir aufbauen können. Wir brauchen aber weiteres Personal und das ist eine Herausforderung. Damit ist der Kreis im Bereich Jugendarbeit, Bildung, Schulen eigentlich auf einem guten Weg und auch für die Zukunft optimistisch und gewappnet. Das sehen wir so. Wichtig ist, glaube ich, dass wir dafür auch einen breiten politischen Konsens haben in den Gremien, weil wir müssen dafür auch erhebliche Mittel bereitstellen. Das auch in Zeiten schwieriger Haushaltslagen. Das ist gut, dass es diesen Konsens gibt.